Hallo Leute, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 138. Gerade eben ist Besuch angekommen. Oh mein Gott, Leute, es ist so schön hier. Ich bin so neidisch. Ich will auch so ein Haus. Oh, danke. Philipp ist auch hier. Auch hier. Und Henrik ist auch hier. Und die Hunde haben sich fast nicht gestritten. Setz den Hut nochmal auf. Philipp hat hier seine Arbeitskleidung mitgenommen, so süß. Ja, professionell, kann ich nicht mithalten. Nee. Habe ich auch erst seit dem ganzen Acker-Bruder getrunken. Also nicht, aber den Rest. Ja, wir haben jetzt nämlich die Haustour abgeschlossen und bevor Kathi und ich uns jetzt an den Kleiderschrank machen, dachte ich, packe ich das mal mit euch aus. Richtig schön. Bäckerbrot. Nee. Guck mal, so was Feines gibt's uns nie. Nee. Wir haben gekauft. Ist noch frisch. Ah, da muss ich hier echt ein paar Scheiben von essen. Richtig gut. Voll Hunger. Voll schön. Und neue Brettchen können wir auch echt gebrauchen, weil unsere sind irgendwie so ramschig. Kennt ihr das, wenn Holz so ekelhaft wird? Mhm. Nach einer Zeit. Ja, aber das ist ja nur so ein Mini-Brett. Oh, der ist lecker. Den hatten wir schon mal von euch. Den hatten wir mal von euch. Malbec, den fand ich ja so gut. Ja, genau, das ist ein argentinischer Wein. Ja. Und noch Fancy Salz. Vielen, vielen Dank. Und das Körbchen wird gleich auch irgendwo eingeräumt. Kathi hat schon eine Vision für das Ankleidezimmer. Ich habe euch ja erzählt, dass wir das zusammen auspacken werden. Also ich habe die ganzen Wintersachen, oder nicht alle, aber viele von den Wintersachen, auf den Dachboden gestellt, weil ich glaube, dafür werden wir keinen Platz haben im Moment ohne Schränke. Und dann ist halt die Frage, was für Schränke hier reinkommen und ob es jetzt Ikea sein wird, halt Packs, weil ehrlich gesagt, ich habe nichts Besseres gefunden. Ich habe mich bemüht, aber... Ich muss mal nach dem Hündchen. Ja. Vielleicht, weil er einen Hut trägt. Das ist so süß. Der Ackerbruder macht den Teich gerade sauber. Das ist so niedlich. Manchmal haben Hunde ja sowas gegen Hüte und so. Das sind wahre Freunde. Wenn die einfach herkommen und ungefragt euren Teich machen, das ist so cool. Jo, also ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten lang aufgebügelt und die Bügel sind jetzt leider zur Neige gegangen. Ich muss ja auch sagen, ich habe kurz geschmunzelt, als ich die Bügel gesehen habe, wo Barbara meinte, wir hängen jetzt alles auf. Das ist so heftig, das habe ich bei mir aber auch gemerkt, weil ich ja auch alles auf Bügeln habe. Ich habe schon 10 Mal Bügel nachgekauft. Boah. Das ist schon krass. Und während wir den Schrank gemacht haben, sind hier sind richtige Profis am Werk. Nächstes Mal müsst ihr Badesachen mitnehmen. Hä? Ich weiß nicht, wie der ausgeht. Wir haben den noch nicht ausprobiert. Henrik weiß es. Henrik? Das ist so süß. Die Männer haben hier sauber gemacht und irgendwie sieht man es noch nicht so richtig, aber okay. tatsächlich ist hier so eine Umweltpumpe, weil wenn Wasser halt längere Zeit steht, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mückenplage gibt und es wird alles einfach ekelhaft. Aber irgendwie musste man die Pumpe reinigen oder so. Ich hätte jemanden angestellt dafür. Ich hätte einfach einen Profi genommen. Aber das ist, wisst ihr, das ist dieser Männerstolz, so eine... Wir können das, wir schaffen das, wir haben voll Ahnung. Und vor allem, alle 2 Sekunden fliegt hier irgendeine Sicherung raus und wir nur die ganze Zeit, boah, gleich explodiert das Haus. Ja, das wird dann ein sehr trauriger Vlog. Alles gibt Klicks. Erzähl deinen Plan. Mein Plan? Dein Plan. Wir gehen jetzt Gassi. Ja, wir gehen Gassi, aber für den Raum meine ich. Ach so, ja, also was ich mir vorstelle. Ich würde gerne hier eine wunderschöne Pax-Kleiderschrankwand machen. Von hier, dann übers Eck. Das gibt es nämlich auch ganz cool. Dann irgendwie bis hier oder so. Dass man hier halt die ganzen Klamotten einsortieren kann. Und dann war ja die Überlegung, ob hier noch eine Schlafcouch oder so rein soll. Oder zumindest halt irgendwie ein Sessel, den man ausziehen kann. Eigentlich ja auch ein Schminktisch. Lieber ein Schminktisch.
Ja, dann ist halt die Frage, wir brauchen auf jeden Fall noch einen großen Spiegel, weil Outfit of the Days und so. Richtig. Ne? Der, keine Ahnung, entweder halt mittig hier oder versetzt. Ja, ich sehe das ja mittig irgendwie, das würde mir, glaube ich, gefallen. Ja. Da, wo die Vase ist. Auf die eine Seite einen Schminktisch machen. Mhm. Und auf der anderen, obwohl lieber da. Und auf der anderen Seite vielleicht noch so einen Billy halt, einen höheren, wo du noch Schuhe machen kannst. Mhm. Ha! Das wird auf jeden Fall cool. Wir sind richtig weit gekommen. Die Jungs waren noch im Baumarkt, weil sie wichtige Dinge brauchten. Weshalb wir übrigens nicht zu Ikea gekommen sind, weil eigentlich wollten wir in dem Moment zu Ikea losfahren. Dann meinen die so, wir brauchen nur 10 Minuten, 10 Minuten im Baumarkt. Ja, war wohl nichts. Hat über eine Stunde gedauert und dann, okay, jetzt lohnt sich auch nicht mehr hinzufahren beim nächsten Mal vielleicht. Aber was wir gemacht haben, ist jetzt Pizza bestellen und wir haben es auch noch geschafft, ein bisschen produktiv zu sein. Und haben ein paar Fotos gemacht und die gehen wir gerade so durch. Bis die Pizza da ist. Beziehungsweise eigentlich haben wir Nudeln bestellt. Nudeln, ja. Macaroni. Gratinati. Gratinati. Wir beide waren so dermaßen fleißig. Das ist unglaublich. Kann man auch ruhig mal jetzt hier online erzählen. Ja, eben, genau. Weil ich finde, das geht total unter. Ihr habt bestimmt nur Aufnahmen bisher gesehen von irgendwelchen Kleidungsstücken und so ein Kram. Und jetzt will ich euch mal was Richtiges zeigen. Unter dieser 2000 Tonnen schweren Platte ist nämlich eine Pumpe, die nicht funktioniert hat bis jetzt. Jetzt funktioniert sie nämlich wieder. Und das war voll die Meisterleistung, dass wir das geschafft haben. Der Teich ist zwar unfassbar grün und algig, aber das ist nicht unsere Schuld. Da muss halt Chlor rein. Und wir haben auch den kompletten Rasen gemäht. Eigentlich war es Philipp. Ich habe den Teich versucht sauber zu machen. Und dann wollte ich euch noch was mega Geiles zeigen, nämlich... Meine Sportsachen stehen. Das provisorische Kabuff ist aufgebaut oder zumindest so gut wie. Ja. Und die Idee ist jetzt, man nimmt nur noch den Rasenmäher, schiebt den raus, macht die Tür zu und hat hier durchaus viel Platz. Ich kann Sport machen und bald werde ich eventuell da, wo jetzt dieses Regal und die Kisten sind, da bin ich mir aber noch nicht sicher, eine Wand ziehen und hier die Wände schön weiß verputzen und streichen, hier Matten auslegen. Und das hier alles kommt weg. Das kommt nämlich nach draußen. Da machen wir uns entweder hier, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, wie gesagt, oder hier einen Gartenschuppen hin, damit da halt schön viel Platz ist und ich nicht immer ständig mit den ganzen Gartengeräten da rumhantieren muss, zumal der Rasenmäher benzinbetrieben ist und stinkt. Morgen, Leute, am nächsten Tag. Es hat heute so geschüttet. Und wir haben uns so die ganze Zeit gefragt, weil es kam echt so in Strömen runter. Verdammt, kann dieser Teich hier eigentlich überlaufen? Theoretisch ist da ja irgendwo ein Abfluss. Aber ich habe das Gefühl, der Wasserspiegel ist echt geschrieben. Nicht, dass der Abfluss irgendwie verstopft ist durch die Blätter, weil, wie gesagt, hier war lange Zeit halt niemand. Die Jungs haben den ja gestern gut sauber gemacht. Aber ich werde gleich definitiv so einen Roboterreiniger für so Pools bestellen, damit das schön sauber bleibt. Weil ich befürchte, selbst wenn die Blätter jetzt weg sind, drei, vier Tage und von diesen ganzen Büschen hier und Hecken fällt wieder ganz viel rein. Also das wäre sonst echt eine Arbeit ohne Ende, glaube ich. Wenn Maya nass ist und hier ins Haus soll, wir haben so ein Saunahandtuch in den Flur gelegt, so ein ganz großes Handtuch, damit wir den Hund trocken machen können. Und ja, das ist halt so dermaßen niedlich. Die Aufnahme hat zwar jetzt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich sagen wollte, aber Maya liegt da so schön. Nein, wenn ich anfange, sie mit diesem Handtuch trocken zu rubbeln, dann legt sie sich hin und wickelt sich so darin ein und wälzt sich so. Und reibt sich dann auf jeden Fall total süß mit ihrem kleinen Kopf da in diesem Handtuch. Das ist total lieb. Das gefällt ihr richtig. Das ist echt lustig. Ja. Das war's von meiner Seite. Aha. Ich wollte euch noch eine Sache zeigen, bevor ich euch noch was Spannendes erzähle, was mit dem letzten Vlog zu tun hat.
Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich das jetzt gestern abgedreht habe oder nicht, weil irgendwie war alles so ein bisschen... so wie halt, wenn Besuch da ist. Viel los. Auf jeden Fall, ich bin echt richtig happy, wie jetzt hier dieses Ankleidezimmer, das baldige Ankleidezimmer aussieht. Obwohl ich noch keinen einzigen Schrank hier stehen habe, aber irgendwie ist es echt cool geworden. Schaut mal, wenn man hier jetzt nämlich reinkommt, sieht es so aus. Also Kathi und ich haben eben alles aufgebügelt, was sich aufbügeln ließ, beziehungsweise was die Kleiderbügel halt hergegeben haben. Diese Stange, die hatte ich noch zu Hause bei uns stehen, die habe ich mal bei IKEA gekauft. Und diese drei hat mir die Vorbesitzerin hier gelassen, worüber ich echt dankbar war, weil sonst wüsste ich echt nicht, wohin mit den ganzen Sachen. In den Boxen habe ich Socken und Unterwäsche. Hier stehen ein paar von den Schuhen. Dann ist hier eigentlich noch ein bisschen Platz tatsächlich. Der Wäschekorb steht da. Dann ist hier mein Alex-Regal. Das ist noch komplett leer. Hier sind die Sachen, die da reinkommen. Also mein Make-up. Früher konnte ich das mal komplett voll machen. Mittlerweile reichen so zwei Schubladen. Vielleicht drei. Und hier stehen drei Billy-Regale. Die standen bei uns im Wohnzimmer, falls ihr euch erinnert, und waren vollgestellt mit Büchern. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch noch ein paar Schuhe aufgestellt, ein paar Taschen. Hier ist der Korb, den wir von Kathi und Philipp bekommen haben. Da habe ich jetzt Kamerakram drin. Und hier habe ich mich gerade fertig gemacht. Ja. Und ich mag das Zimmer halt so wahnsinnig gerne, weil das direkt auch in den Garten führt. Also ich kann es echt kaum erwarten, den richtigen Schrank hier drin stehen zu haben und alles richtig einzuräumen, dass das halt ordentlich aussieht. Weil, ja, so wie das jetzt natürlich hängt, ist es nicht optimal, aber ich finde es echt völlig okay jetzt für den Übergang. Kathi war gestern noch so süß. Ich glaube, sie wird es mir echt übel nehmen, wenn sie beim Schrankaufbau nicht dabei ist. Die lebt so ihren Traum, wenn sie Zimmer umgestalten kann oder mithelfen kann und Ideen zum Deko machen und sowas äußern kann. Es ist so cool, es ist einfach... Und ich freue mich riesig, weil ich finde es nicht so einfach, mir Räume vorzustellen und überhaupt habe ich nicht so das Auge dafür, wie vielleicht manch anderer. Ich habe dann zwar vielleicht eine Idee im Kopf, aber ob die dann wirklich hinhaut, ist so ein 50-50-Ding. Und meistens funktioniert es bei mir so, dass ich erstmal was hinstellen muss und ausprobieren muss und dann sehe ich, ob es passt oder nicht. Und ich glaube, viele, die halt so ein richtiges Talent dafür haben, die sehen das schon vorher. Ich gehöre nicht unbedingt dazu. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt noch ein paar Kisten einräume. Also etwas Platz ist hier noch. Dann werde ich das Make-up auspacken und hier auf die Schubladen verteilen. Mails sind tatsächlich schon beantwortet. Also der Papierkram ist weg. Oh, die Sonne kommt gerade raus. Sehr gut. So, dann wollte ich euch ja noch was erzählen. Oh mein Gott. Ihr seid echt die Besten. Unterm letzten Vlog, die Kommentare haben mich... richtig aufgemuntert, ernsthaft, so viele von euch, die erzählt haben, was natürlich traurig ist, nicht, dass mich das aufmuntert, dass ihr auch so schlechte Erfahrungen gemacht habt mit den Vermietern, die ihr mal hattet und so. Und vor allem haben wir uns auch echt sehr darüber gefreut, dass allein in den Vlogs schon so krass rübergekommen ist, dass wir eben immer sehr gut das Haus behandelt haben, geputzt haben, es immer ordentlich gehalten haben und eindeutig ist das Ganze wohl echt so eine Art Masche, die leider sehr, sehr viele Vermieter, egal wie gut es vorher lief, versuchen durchzuziehen. Auch Kathi und Philipp haben leider schon diese Erfahrung gemacht. Die waren gestern auch gar nicht so überrascht. Ich glaube, viele von euch waren auch nicht überrascht, nachdem wie das mit der Kündigung und so auch gelaufen ist. Wir waren aber tatsächlich vielleicht ein bisschen zu gutgläubig, haben halt gedacht, ach ja... wird schon alles laufen, was soll man an dem Haus beanstanden? Ich habe nicht einmal an die Möglichkeit gedacht, dass da irgendwer ein Problem mit irgendwas haben könnte. Ja, und als es dann eben doch so gekommen ist, waren wir echt so, what? Was passiert hier gerade? Yep. Auf jeden Fall, auch auf vielen Rat von euch hin, haben wir eine Nacht drüber geschlafen und so wie ihr es uns auch geraten habt, am nächsten Tag halt unseren Anwalt kontaktiert, der wiederum einen Mietrechtsexperten kennt. Und seinen Kollegen empfohlen hat, der das jetzt alles in die Hand nimmt. Genau. Ich wollte noch an der Stelle sagen, zum Beispiel, als wir aus der Wohnung in Düsseldorf in die jetzige Wohnung in dem Vorort da in das Reihenhaus gezogen sind,
Da gab es auch absolut keine Probleme mit der Kaution. Die haben nicht einmal einen Cent behalten oder geschweige denn gesagt, dass irgendwas mit der Wohnung nicht in Ordnung sei. Also so viel zum Thema, wir sind schmutzige Menschen, die alles kaputt machen. Genauso wie im Studentenwohnheim, genauso wie in diesem. Da wurde ich sogar noch gelobt, wie, dass alle anderen dieses Zimmer so dreckig übergeben hätten. Und das hat mich die Vermieterin gefragt, warum nicht alle Studenten das so sauber zurückgeben könnten wie ich. Ja, generell. Also ich habe mit so vielen Freundinnen noch drüber gesprochen, weil die natürlich alle gefragt haben, hey, wie war der Einzug, wie sind die ersten Tage? Ich halt gesagt, ja, voll schön, aber dass das halt passiert ist. Und alle waren so wahnsinnig empört, weil die natürlich auch häufiger mal zu Besuch waren und mal gesehen haben, wie schön es da war und aufgeräumt und so. Und die meinten alle, Barbara, wenn das vor Gericht geht, du hast uns alle als Zeugen hinter dir. Voll süß. Also wir sind da sehr optimistisch, dass wir das Geld wiederbekommen, wobei ganz ehrlich, das hat dieses Level verlassen. Es ist einfach nur so menschlich scheiße gewesen, dass das einfach das ist, was viel ätzender an der Sache war, ganz ehrlich. Den Stift kaputt gemacht. Der kam mit dem Haus. Der war so. Vieles kam mit dem Haus. Ja, viele Dinge, die wir nicht haben wollten und ein paar, die ganz cool sind. Ja, es ist halt ganz lustig. Also viele haben tatsächlich gefragt, so, oh mein Gott, wer verkauft dieses Haus? Wieso tun Leute das? Tatsächlich sind die Vorbesitzer ausgewandert nach Mallorca und haben ein auch sehr, sehr, sehr schönes Haus da gekauft. Also ich glaube, die sind ziemlich happy. Genau. Und wir sind auch happy, also eigentlich ist alles mega gelaufen. Genau, und ich verstehe es auch voll, wenn du halt den Stress hast mit dem Auswandern und bald ist dein Flug, dann denkst du jetzt vielleicht nicht dran, oh, ich muss jetzt noch den alten Sonnenschirm wegschmeißen, von daher alles gut. Was auch total in Ordnung ist, den Sonnenschirm, den kann ich selber wegschmeißen, was ein bisschen problematischer ist im Obergeschoss, das haben wir euch noch nicht gezeigt, da steht ein kleiner Baum und der kleine Baum steht in einem Kübel, ein massiver Kübel, der auch noch so mit so Kieselsteinen gefüllt ist. Auf jeden Fall unterm Strich dieses Ding wiegt echt viel so zusammen und wie kriege ich das da raus? Generell, können wir jetzt eigentlich mal gut zeigen, weil ich glaube, ich habe im letzten Vlog versprochen, dass ich euch in diesem Vlog das Obergeschoss zeige, beziehungsweise euch ein bisschen was dazu erzähle. Auf geht's, die Treppe des Todes rauf. Als Marc. Das war der Tod. Aha. Von der Treppe. Wow. Jetzt habe ich irgendwie weniger Angst vom Tod. Nee, ernsthaft, diese Treppe. Ganzen Alkohol im Hintergrund. Okay, dazu kommen wir gleich. Aber was ich sagen wollte, diese Treppe ist wirklich nicht ungefährlich. Als ich das erste Mal hier oben stand, als wir uns das Haus angeguckt haben, hatte ich tatsächlich ein kleines bisschen Höhenangst. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht für den einen oder anderen. Wenn ihr aber Höhenangst habt, werdet ihr mich verstehen. Das ist definitiv höher als normalerweise so die erste Etage ist. Genau, weil wir so hohe Decken hier haben. Genau, und hier, wo Henrik jetzt vorsteht, ist Glas. Hier, wo die Treppe ist, kein Glas. Maya läuft hier gar nicht rauf, also sie hat Angst vor der Treppe. Gott sei Dank, das wäre nicht cool, wenn sie hier versuchen würde, uns hinterherzulaufen. Nee, das hat sie aufgegeben. Ja, ja, also Gott sei Dank ist sie da schlau genug. Einige haben gesagt, wenn ihr mal Kinder habt, oh mein Gott, diese Treppe. Ja, absolut, ich sehe das auch so, also ganz ehrlich, selbst ich nach 2 Gläsern Rotwein bin hier nicht gut aufgehoben mit dieser Treppe. Dann bekommen du und unsere zukünftigen Kinder so ein Spielgitter davor. Spielgitter? Nee, es geht ja, wenn du dich als Erwachsener hier so drin festhältst, ist alles eine Gewöhnungssache. Nur das erste Mal stand ich hier oben und dachte so, wow, ich hatte noch ein bisschen Absatzschuhe an. Ist okay, gut festhalten. Aber stylisch ist die auf jeden Fall. Ja. Der Mark, der Fotograf, der meinte, oh mein Gott, das sind die coolsten Treppen, die ich jemals gesehen habe. Aber in L.A. sind die verboten, weil, zu große Gefahr. Man braucht immer geschlossene Geländer. Im Prinzip haben wir bisher sehr wenig Zeit hier verbracht. Die Vorbesitzer hatten so eine Art Arbeitsbereich bzw. Bar hier oben. Und die Bar haben die uns auch da gelassen. Wir haben jetzt deswegen irgendwie auch sehr vieles hier hergebracht, was wir an Vorräten da hatten. Netterweise wurde uns auch eine kleine Sammlung Rotwein überlassen. Also ist aber schon dezimiert worden. Aha. Die Sachen sind jetzt nur noch nicht eingeräumt, weil ich den Schrank einmal gründlich sauber machen wollte, bevor wir hier die Dinge einpacken. Aber da passt auf jeden Fall super viel rein.
Ja, und irgendwie, ich glaube, wir lassen den tatsächlich hier. Das ist ja, das gar nicht so gut. Unpraktisch. Und passt auch zu unseren anderen Möbeln, also die da hinten, diese weißen noch. Stimmt. Vorher. Erinnert ihr euch, darauf stand früher der Fernseher. Haben wir noch nicht ausgepackt. Aber die passen hier echt gut hin, weil der Raum hat natürlich jetzt überall Schrägen. Ja, keine gerade Wand. Nee, keine gerade Wand hier. Da müssen wir uns mal noch überlegen, was wir hier hinmachen. Genau. Wir hatten überlegt, wenn die Kartons weg sind, könnte man hier einen Schreibtisch gut hinstellen, der sozusagen hier in die untere Etage runter blickt. Seid ihr bereit für das bisher geheim gehaltene Obergeschoss? Genau. Hier liegt ein Handtuch, weil dieser Raum war der Schlafraum plus Badezimmer von den Vorbesitzern. Und ja, wie ich irgendwie schon einmal gesagt habe, der Raum ist ein bisschen speziell. Wir haben vorgestern die Wanne hier ausprobiert. Ja, und diese Dusche, das ist nämlich eine Dampfbad-Hammam-Dusche. Deswegen das Handtuch. Es klingt im ersten Moment echt bescheuert und nutzlos, aber es ist gar nicht schlecht da drin, muss ich sagen. Das Ding funktioniert halt super. Das Problem ist halt, wenn man hier in diesen Raum reinkommt, ist das Erste, was man sieht, diese schwarze Riesendusche. Ja, und das war so im ersten Moment, als ich das gesehen habe, so, oh mein Gott, das muss auf jeden Fall gehen. Aber jetzt haben wir es ausprobiert. Und es ist so gut. Und es ist so gut. Und wo sollen wir das sonst hinstellen? Das ist auch eigentlich ein teures Teil. Also es wäre so oder so ein bisschen schade, das loszuwerden. Aber man kann auch hier an der Stelle nicht so viel machen, weil der Spielraum halt relativ begrenzt ist. Also sagen wir mal, an der Stelle kann ich gerade so gehen. Ja. Aber schon einen Schritt weiter und ich habe ein Problem. Also. Ja, ich zeige euch mal kurz weiter. Hier ist die Toilette. Hier ist so ein kleiner Abstellraum dahinter. Hier ist der Baum. Das ist der besagte Baum, halt hier, voll mit so Kieselstein. Und an und für sich wirklich schwer. Ja, schade. Ich dachte, Philipp und du kriegen den raus. Naja, zu zweit. Vielleicht nächste Mal. Dadurch, dass diese Konstruktion so wahnsinnig offen ist, wirkt es schon sehr außergewöhnlich. Und mein allererster Impuls war bei der ersten Besichtigung so, nein, auf gar keinen Fall. Deswegen haben wir eine Architektin kontaktiert. Die hat uns auch schon einen Plan erstellt, wie man das hier umbauen könnte. Also, was wir machen wollten, ist die Waschbecken zu drehen, beziehungsweise eins davon loszuwerden. Vor allem deshalb, weil wir diese Konstruktion hier drunter sehr klobig finden. Anstelle von diesen Waschbecken wollten wir hier eine Tür haben, die praktisch gegenüber von dieser Tür ist. Hätte dann aber zur Folge, dass wir dieses Ding komplett rausschmeißen. Das würde weg sein. Dann war die nächste Idee, den Raum zu schließen, also Glas hierhin zu machen. Rechts neben diesem Hammam wäre eine Wand, sodass man einen geschlossenen Raum hätte. Aber ein Bad ohne Fenster zum Lüften zu haben, ist natürlich keine gute Idee. Weshalb? Wir dann noch die Idee hatten, hier und hier ungefähr zwei Fenster einbauen zu lassen. Was wohl gar nicht so schwer ist, wie es klingt. Ich dachte, das wäre mit voll viel Aufwand verbunden, aber wohl was nicht. Was auch gut passt, wenn hier dann nämlich die Wand wäre und in der Mitte die Tür. Genau. Könnte man sozusagen hier zwei Fenster und Stellraum gewonnen. Ja, und in der Mitte könnte man, meinte die Architektin, noch irgendwie irgend so einen Puff hinlegen, irgendwas zum genau. Hinsetzen oder so. Dann, das Gold fanden wir persönlich jetzt nicht so gut, deswegen würden wir das auch streichen. Den Fernseher wahrscheinlich loswerden, weil wir den eh nicht nutzen werden. Ja. Dann, hier sind ja schwarze Fliesen und das wäre dann das Schlafzimmer. Da uns das ein bisschen, ja, so ungemütlich war, haben wir uns gedacht, könnte man Parkett hier drüber legen. Und auch das ist wohl alles sehr wenig aufwendig, weil man das einfach drüber legen kann. Hier ist Fußbodenheizung, das wird prima funktionieren, meinte die Architektin. Hier war dann nämlich die Idee, dass sozusagen an diese Stelle tiefe Kommoden kommen, also die du praktisch von dieser Seite erreichst. Und dann nochmal so ein Stückchen in den Raum rein und dass man erst ab dieser Stelle das Bett anfängt hinzustellen, damit die Höhe gegeben ist, dass man im Bett auch mal sitzen und lesen kann zum Beispiel. Aber wir wollten auch ein normal großes Bett, das ginge dann glaube ich bis zu dieser Fuge hier. Das bedeutet, man hätte noch nach hinten raus sehr viel Raum. Selbst dann, und das war auch so eine Idee,
wenn man ab diesem Balken hier Einbauschränke hinstellt, so Kleiderschränke halt oder was auch immer, und die sind ja ungefähr so tief bis hier, dann hätte man nämlich noch hier so eine Art schräge Stauraum, zum Beispiel für Koffer und was weiß ich nicht. Und das würde dann ungefähr auf genug Platz passen, dass das hier nicht zugestellt ist, sondern die Fenster, also zum Beispiel dieses hier, wunderbar noch erreicht und auf und zu machen kann. Genau. Soweit zu der Idee. Aber jetzt ist es so, dass wir, wie gesagt, gerade dieses Hammam, diese Dusche ausprobiert haben. Die war so gut, das hat so einen Spaß gemacht, das war so ein cooles Teil. Jetzt sind wir uns nicht mehr sicher, ob wir das noch ändern wollen oder nicht, beziehungsweise wie wir es ändern. Und hiermit wieder ein Aufruf an euch. Was meint ihr? Also gerade zu diesem Glastisch und so habe ich so viel gutes, konstruktives Feedback bekommen. Vielleicht habt ihr ja auch dazu, was wir oben machen sollen, eine Idee. Weil wir sind irgendwie echt planlos. Generell ein bisschen planlos, was das alles hier angeht. Einfach dadurch, dass das jetzt alles so schnell ging. Ja. I hear you breathe, but I can't see. If you're right here next to me, something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life. Tatsächlich ist jetzt alles einsortiert. Ich habe 3 Schubladen voll gemacht, weil da ist immer noch viel Platz drin. Seit ich meine Make-up-Sammlung ausgemistet habe, ist es so viel weniger und ganz ehrlich, es fühlt sich viel besser an. Ich weiß, es ist immer noch wahrscheinlich für den einen oder anderen ziemlich viel, aber ich finde für einen YouTuber bzw. Instagrammer, der oft Dinge auch zugeschickt bekommt und so, ist es echt sehr, sehr gut. Also, ich bin echt happy damit. Und was ich jetzt nämlich mache, während Henrik versucht, die Waschmaschine anzuschließen, ist hier einmal durchzusaugen. Und dann werde ich mich auf die Suche machen nach dem Teppich, den wir im Schlafzimmer stehen hatten. Also nach wie vor, ich finde den Boden hier unheimlich schön, aber ich würde einfach gerne mal sehen, wie das hier mit Teppich aussieht. Ob es das alles ein bisschen gemütlicher macht, ob es mir besser gefällt. Mal schauen. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a... Na, wie findest du den Teppich? Hm? Oh. Wenn sie sich hinlegt, behalte ich ihn erstmal. Wenn sie weggeht, kommt er weg. Süße Magie. Also behalten. Wie jetzt Hauptsache Henrik auch hier rumliegt. Der Hund hat angefangen, hier auf dem Teppich zu liegen. Dann meinte Henrik, warum haben wir uns nicht früher schon auf diesen Teppich gelegt? Da stand das Bett drauf. Aber Maya hat schon drauf gelegen. Oh ja. Gott, Leute. Es ist gerade sowas ultra niedliches passiert. Ich glaube, wir sind echt in der süßesten Nachbarschaft einfach auf der Welt gelandet. Wir haben von so 3 Mädchen gerade selbstgemalte Bilder bekommen. Und ich kann es euch nicht ganz zeigen. Obendrauf steht halt herzlich willkommen und dann der Name der Stadt. Und da bin ich mit der Vlogging-Kamera. Oh mein Gott. Also wirklich, ich war so voll überfordert. Ich so, mein Gott, danke schön. Ich hatte Schokolade zu Hause. Ich hatte noch ganz viel Milka und Oreo, weil ich damals, als ich die Kampagne hatte, so viele von diesen Schokoladen bekommen habe. Und ich habe schon so viel davon verschenkt, aber es ist immer noch was übrig geblieben. Ich so, kommt rein, ihr bekommt jetzt alle eine Schokolade. Und die waren so süß. Oh mein Gott, so süße Mädchen. Hier muss ich noch aufpassen, weil der Glitzer noch trocknen muss. Sie meinten auch, sie hätten ein Video von uns gesehen. Also, falls ihr das hier auch seht, hi und Dankeschön. Wir haben uns sehr über die Bilder gefreut. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschreckt, weil Maya hat wie bekloppt gebellt. Das macht sie halt immer, wenn es klingelt. Und wenn fremde Leute, neue Leute an der Tür stehen, dann meint sie, rumbellen zu müssen. Sie tut nichts, aber... ja. Ich habe vegetarische Lasagne im Ofen, habe gerade ein bisschen gekocht. Das wird Linsenlasagne. Haben wir noch nie gemacht. Mal schauen, es riecht auf jeden Fall überall im Haus so lecker danach.
Und Henrik kümmert sich um die Sache mit den Vermietern. Wie halt Anwälte so sind, dadurch, dass das so deren Tagesgeschäft ist, hört er wahrscheinlich 100 Mal am Tag solche Geschichten und meinte nur so, ich bin euer Anwalt, also ihr könnt es mir sagen, habt ihr mutwillig irgendwas kaputt gemacht? Wir so, nein, natürlich nicht. Er so, ja, warum regt ihr euch denn dann auf? Natürlich bekommt ihr die Kaution wieder. Das ist doch überhaupt keine Frage. Schickt mir bitte einmal hier dies und das rüber. Und Der war unfassbar gechillt, wirklich. Also, es hat mich sehr beruhigt, mit ihm zu reden. Und das war ja so das erste Kennenlernen. Jetzt kommen erst die Details und bin da sehr froh. Hast du Hunger? Och, unheimlich, ja. Der Sanier ist fertig. Also, irgendwie wäre es professioneller gewesen. Ich hätte euch das im Ganzen gezeigt, aber ich war zu schnell. Und du kannst betteln vergessen. Heute geben wir nicht nach, Hähne. Heute nicht. Oh Gott, aber guck mal, was sie tut. Nee, nein, belohn das bitte.